Hast du es ja durchaus. Ich hatte Glück und ich war schon Berliner, musste mich also nicht ummelden. Wo ich mich ja ummelden musste jetzt mit dem Umzug, stimmt ja gar nicht. Aber da hat es wenigstens noch geklappt, dass wenn du berlinweit nach Termin gesucht hast, du innerhalb eines Monats tatsächlich noch was bekommen hast. Ich musste dann auch einmal quer durch die ganze Stadt fahren, aber hab dann eins bekommen, hab dann in Marzahn mich umgemeldet. Das war auch irgendwie crazy. Aber das geht so jetzt auch nicht mehr. Hey. So, Anti-Lasing. 8 ist okay. Randlos nehmen wir. 60. Nein. Was ist das denn hier? So, jetzt müssten wir es doch halbwegs haben. Metrisch, Celsius, Zeitformat sollte gehen. Grafik, bäh. Ist noch irgendwas? Nö, ich sag mal erstmal anwenden. Es passiert doch was, das ist immer ein gutes Zeichen. Ja, das eine Strategiespielchen, das wir schon mal in der Demo gespielt hatten, das überlege ich mir wirklich. Das hatten wir auch gestern bei Strelles Liste gesehen. Anwenden. Na gut, ne? Dann, mal los. Wir starten in der Nähe von London. Achso, wir können uns auch suchen. Templin! Ja, witzig, ich war schon in Templin. Cambridge, ja. Dijon, Frankreich, Crofton, USA, Chinua, Taichu. Sowas von Templin. So, Start April ab Monat. Ich lasse es mal so. 40 Menschen. Ressourcen. Achso, genau, wie viele Ressourcen wir quasi abbauen. Ich lasse es mal so, was wir uns erstmal vorgehen. Wir gucken es uns ja eh nur an. Schwierigkeitsgrad Mittel. Anzahl der Horden. Ich lasse erstmal alles so. Gib ihm. Wahrscheinlich werden wir jetzt eh gleich erstmal überrannt. Das ist ja meistens so bei solchen Spielen. Produktion von Gebäuden erfolgt in Zyklen. Jeder Zyklus verbraucht und produziert eine bestimmte Menge an Ressourcen. Die Zykluszeit hängt von der Anzahl der im Gebäude. The world as we know it is gone. What we called the mad virus appeared out of nowhere. It made people turn extremely violent, aggressive and unrestrainable. Soon later, the infected became bloodthirsty, more like vampires than human. There was chaos, panic, and war for survival. Desperate people were just as dangerous as the virus itself. Even our loved ones could become a threat. The infection spread quickly throughout the entire globe. Every region, every country, every city. Drastic measures were taken to get rid of the infected, but they all failed. The last chance for those who seemed immune was to hide in underground shelters. Ones that we improvised in garages and basements, loaded with food, water, and air filtration systems. These were the places where we survived, sealed from the outside. For so long, we waited for any signal, any info that a cure had been found, or the situation stabilized. Instead, we listened as the world grew quiet. Our resources were becoming depleted. Life support systems were failing. And just as we were losing all hope, we received a distant call. To all survivors, the infection is in decline. Seek others and rebuild. This was the impulse we needed. There were others out there. We could come back to the surface.
No more hiding. From the ruins of the old world, we will build our new home. Nice. Ah! Operator, this is First Squad Leader. We made our way out. The neighborhood looks deserted. We'll have to scavenge the nearby buildings for any useful resources. Sieh ich das hier einfach hin. Okay, jetzt müssen wir erstmal schauen hier. Es ist noch pausiert, das heißt, wir haben erstmal kurz Zeit. Ja, das ist schon mal ganz wichtig. Hinter mir verbirgt sich dieses. Was haben wir hier oben? Handel, ich sehe irgendwas mit Forschung, Wetter. Wir haben hier wahrscheinlich Bauoptionen, 36 von 40. Wahrscheinlich können so viele Leute da nur rein. Wir können, ne? Park, Gedöns, Wetter haben wir. Hier ist wahrscheinlich Essen, Munition und Waffenvorräte, Benzin, Werkzeuge und... Sextoys. Was haben wir noch? Operator, hier ist der Anführer des ersten Squads. Wir sind rausgekommen. Das Viertel sieht verlassen aus. Wir müssen die nahegelegenen Gebäude nach nützlichen Ressourcen durchsuchen. Wir brauchen Ihre Antwort. Sir, sind Sie noch da? Wir brauchen Ihre Antwort. Sir, sind Sie noch da? Essen suchen. Okay, find something to eat as fast as possible. Wir haben Questuccinos. Plündere Ansicht aktivieren mit V. Wähle einen Squad mit linker Maustaste. Ich gehe mal kurz auf Pause. Wähle einen Squad aus mit linker Maustaste. Gebäude nach Dosen durchsuchen mit rechter Maustaste. Gesammelte Dosen zum HQ zurückbringen. Okay. Receiving. We're on the move. Mehr können wir nicht ran. Machen wir das jetzt automatisch? On my way. Roger. Mal, was unten steht. Mal wieder auf Pause. Reihenfolge, Warteschlange, Shift, mehrere Aussehen, Übertragungsprotokoll. Jetzt haben wir hier das erste Squad. Zum Hauptquartier gehen, auflösen, Austausch. Die haben alle durchaus Waffen. Sehen auch irgendwie aus wie aus so einem Vorher, nachher. Wie hat man sich verändert, wenn man im amerikanischen Knast sitzt für Fotos? Aber sie sagen ja auch Gebäude mit... Roger. Nö, okay. Na dann gehen wir mal einfach weiter. We're on the move. Gib ihm. Warte mal. Going there. Nee. On my way. Okay. Das heißt, sie suchen anscheinend automatisch so halbwegs. Das ist ganz witzig, sagst du, kommst dann. Ja, hast du schon reingeschaut? Ja, cool. So schnell geht's. Empfehle dir Schrilles Liste. Die beste Liste. Sucht er jetzt irgendwas? Guck mal. Ah! Schau mal, wir waren da noch gar nicht fertig. So läuft das also. Hier sehen wir auch nochmal den Balken und hier auch. Ja, ne? Jetzt plündern wir gerade. Ja, ist ja okay. Finde Dinge. Robert Koch Straße 6. Clear. Clear. Und die haben immerhin eine Sache gefunden. Dann gehen wir wieder zurück ins große Häuschen. Waiting orders, Roger. Zeit verrinnt relativ schnell, ne? 11.27 Uhr. Ich tippe mal drauf, dass wir spätestens nachts dann irgendwann wieder drin sein sollten. In unserem Bunker. Und hier sieht man am Häusle, hier ist es verbarrikadiert. Wo man ja in der Videosequenz durchaus einen ganzen Bunker gesehen hat. Wollte ich aber nur so kurz nebenbei erwähnen. Das sah irgendwie ein bisschen professioneller aus. Als, hey, wir haben ein bisschen Holz vor die Fenster. Schauen wir uns mal so ein bisschen um, während die da ackern. Parkplatz. Jetzt lehnen wir weiter aus dem Fenster und sagen, Straßennetzsystem und so, das haben sie alles schon genommen. Lebensmittelgemeinschaft, Mittelgeschäft. Der hängt es einfach über. Aber trotzdem cool. Das ist schon genau. Let us go and adapt the buildings to suitable shelters, so we won't spend a single more night underground.
Chief, ich werde im Namen der anderen Bürger sprechen. Lassen Sie uns die Gebäude an geeignete Unterkünfte anpassen, damit wir nicht noch eine Nacht unter der Erde verbringen. Bitte antworten. Okay. Yes, that sounds like a good idea. Ach, schau mal, jetzt bringen die das Zeug, glaube ich, wenn ich das richtig sehe, auch selbstständig zurück zum Hauptquartier. It will be best to check some shops or warehouses. Sir, die Kisten sind im Hauptquartier. Wir müssen uns überlegen, was wir zuerst plündern. Am besten sehen wir uns ein paar Geschäfte und Lagerhäuser an. Okay, I'll point you where to go. Ready for action. Passe die Gebäude an Unterkünfte für 40 Wohnräume an. 27 sind gebaut. Gebäude anpassen. Schutzräume. Kosten 28 Holz. Okay, na dann baut mal fleißig. Warte mal, kann ich die Maus, kann ich so ein bisschen drehen? Doch. Sir? Krankenwagen. We don't know what's going to happen during the night. We can continue our scavenging operations in the dark, but that will be way more dangerous than waiting until sunrise. Carry on. We need those resources. Sir, it is too dangerous for unarmed civilians to work after nightfall. Everyone will return home. Okay. Let's be safe. Okay. Also während der Nacht wollen sie nicht weiterarbeiten, das ist ihnen zu gefährlich, sagen sie. Aber mein Tropikus, ne, den wir hier haben, der kann immer noch weitersuchen, auch bei Nacht. Verstehe ich das richtig? Genau. Das ist zwar deutlich risikoreicher, haben sie gesagt, aber wir können es immer noch machen. Mal Trip-Ressourcen, die haben immer noch eine Kiste mit Konserven. Ja, wir haben hier noch so ein paar Häuserchen halt direkt bei uns mit dran, deswegen würde ich sagen, machen wir das schon mal, oder? Das sollte ja schon irgendwie klar gehen. Jetzt kommt hier so eine Nachtsicht. Infected incoming. Das ist ja irgendwie ein bisschen kacke. Sir, just saw a group of infected. They might not be aware of our presence yet. We'll stay away from them. Ich sag erstmal verstecken, obwohl die schon ziemlich straight auf uns zukommen. Ich meine, die sind doch bewaffnet. Können die mal töten? Infection cleared. Infection cleared. Easy peasy. Hostiles inbound. Going there. Ja, die gehen wieder. Wir werden mal zumindest die Häuserchen durchsuchen, die direkt hier bei uns mit dran sind. GG, easy, ganz genau. Also wenn das mal kein schrille Schrillmeister-Spiel ist, dann weiß ich auch nicht weiter. Ah, guck mal, Munitionskisten auch noch gefunden. Ah, jetzt sind sie voll, jetzt gehen sie automatisch zurück und lagern das ein, oder wie? Ja, schauen wir mal. Die scheinen jetzt auch nicht unbedingt schlafen zu müssen, ne? Das sind gute. Aber Munition selber verbrauchen irgendwie anscheinend wohl nicht. Angriffsgeschwindigkeit, Bereichsschaden, Lagerkapazität. Allerdings habe ich hier oben Muni. Ja, wir machen mal. Kommen sie. Hostiles inbound. Roger. On my way. Ich gehe lieber in die Häuser. Ich hoffe mal, sie können aus dem Haus besser schießen. Building clear. Ah! Laufen so durch die Gegend. Ah! On my way.
Wollen wir mal rausgehen? Hier sieht man schon einiges. Gibt's auch noch Autos und so. Findbare Ressourcen. Our building is under attack. Clear. Es wird schon Zeit, dass wir... We're on the move. Kill them. Macht sie fertig! Tja, guck mal hier. Hier gibt es dann vielleicht irgendwas wie ein Auto oder so. Es ist 1,30. Wir können ja am Ende dann halt auch noch eine Mauer und so ziehen. Schönes Konzept, hört mich jetzt schon ab. Ja, die Idee finde ich ziemlich cool. Definitiv. Mono Pete-Pad. Also die Idee finde ich tatsächlich auch cool. Ich finde generell, dass das alles Richtung Survival und auch selbst direkt Zombies und so, ne? Im Strategiebereich noch deutlich zu wenig ausgestattet wurde. Ich meine, in Sachen DayZ-Klone haben wir schon einige gesehen, ja. Aber in dem Bereich, da gibt es durchaus was. Das bietet eine ganze Menge Möglichkeiten. Das standardgemäße Strategieverfahren, was es da so alles gibt, durchaus noch sinnvoll zu erweitern. Nicht wahr? Aber wenn die beiden jetzt in der Stadt sind, könnt ihr mir vielleicht einen Döner mitbringen. Das ist doch nicht so schlecht, oder? So, 4 Uhr, jetzt wird es langsam Tag. Jetzt müssen sie das Ding hier mal weiterbauen. Ich meine, wir haben hier halbwegs, zumindest hier ist es ein bisschen offener. Das ist schon mal ganz gut. Ja, dann können wir vielleicht hier so die Mauer ziehen am Ende oder so. Mal gucken, wie das so läuft. Aber, ne, man braucht auch vor der Mauer natürlich ein bisschen Freiraum. Da muss ja da auch richtig schießen können. Muss eigentlich noch die Bäume fällen, dass so ein Baum nicht auf die Mauer fällt und so weiter und so weiter. Ich habe viel gesehen und viel erlebt in Sachen Zorro. Zorro. Irgendwie so. Es ist coming out of a building. I think there might be some people there. I recommend we go and investigate. Okay, hier kommt Rauch aus dem Häuschen. Bauen die das jetzt eigentlich automatisch weiter? Ja. Warte mal eben. Diese Nacht... Ey, Pause! Okay. Diese Nacht war einfach, aber hier werden sicher einige Infizierte in der Nähe sein. Wir sollten noch vor Einbruch der Dunkelheit ein paar Verteidigungsanlagen bauen. Ja, bin ich voll dabei. Das würde ich sehr gerne machen. Moin Moin, Ernst Vorhall. Baue einen Wachturm. Agree. Let's build a wooden tower. We should create another squad before we investigate. We can't be sure who we're gonna find there. Erstelle ein Squad. Mann, die Würstelzebe auch echt geflutet, vor allem weil die Zeit so schnell durchrattert. Pausiere ich mal lieber. Wir sollten einen weiteren Squad zusammenstellen, bevor wir weiter ermitteln. Wir können nicht sicher sein, wen wir dort antreffen werden. Chef, haben Sie verstanden? Ja, neue Squad erschaffen. Okay, let's do this. Waiting orders. On my way. Okay, wir haben weitere Squad. Die Bilder sehen schon echt cool aus. Chief, we found some survivors. They've been living in terrible conditions for the last few years. We could bring them in, but... Stimmt, wir sind schon im Mai. Das könnte echt sein, dass quasi ein Ingame-Tag immer einen Monat darstellt. Müssen wir gleich mal schauen. Also, wir haben Überlebende gefunden. Sie haben in den letzten Jahren unter schrecklichen Bedingungen gelebt. Wir können sie herbringen, aber werden wir in der Lage sein, sie zu ernähren? Sind sie noch da? Ja, wir nehmen sie auf, wir nehmen sie auf. Bring them in. Building clear. Waiting orders. Going there. Jetzt müssen wir mal gucken, wie wir hier was bauen. Baue ein Holzturm. Ah ja doch, hier guck mal, sammle Holz. Schutzraum. Ich sehe hier Holzpalisade. Drehen. So, jetzt müsste ja der gebaut werden, richtig? Richtig.
Und als nächstes? Building clear. Anything else, we need more resources. Send workers to chop down some trees. Maybe we could build some palisades with that too. Zu groß? Kommen wir hier nicht durch? Oh, das ist ja eklig. Ist ja echt ziemlich doof hier mit den Trümmern. Will ich die nicht irgendwie abreißen oder so? Hey, aber da wird jetzt eine ganze Menge gebaut. Ja, warte mal. Jetzt entspannt euch mir alle. Ich fange doch gerade erst an. Wenn wir noch etwas bauen wollen, brauchen wir mehr Ressourcen. Schickt Arbeiter los, um Bäume zu fällen. Vielleicht können wir damit auch ein paar Palisaden bauen. Wir werten noch immer. Bitte antworten. Operator, sitzt da? Sie machen ihn immer so Druck. Holzpalisade bei den Römern. Ja, Logo. Okay, let's gather some wood. So, erstmal wieder rein. Guck mal, es gibt sogar Metallzaun und so, ne? Hölzernes Tor. So, wir haben zwei Tore. Ja, irgendwie müssen wir jetzt diese Holzpalisade hier oben zu Ende führen. Das ist ja irgendwie alles ein bisschen doof gelaufen. Kann's hier durchziehen. Tja, ich meine, da bauen wir jetzt ja auch drin, ne? Das ist alles ein bisschen doof. Okay, das heißt, wir müssen die, glaube ich, einmal ein bisschen größer bauen. Hilft ja nichts. Ah, ich habe keine Ressourcen mehr, deswegen. Jetzt wird es auch gleich schon wieder Nacht. The survivors that we took in, they have some important info that we could use. They speak of various kinds of infected animals that they encountered, and other groups of survivors too. But they've lost people recently. It'll take some time for them to integrate. Let me find some jobs and shelter for them. Reporting. Guck mal, die Trümmer als Ressourcen sammeln kann, können wir gleich mal schauen. Lass sie erstmal ausruhen. Okay, let them rest. Wir müssen erstmal kurz schauen. So, sammle Material. Sammle Ziegel. Vielleicht kriegen wir hier Ziegel. Ja, gucke mal. Das geht. So. Dann können wir den Baupart tatsächlich auch schon wieder rausnehmen. Entfernen vielleicht. Ah ja, so, okay. Haben wir. Können schon mal ein bisschen gucken. Aber hier hat einer sogar, glaube ich, ein bisschen gelitten. Die lassen wir auch noch mal ein bisschen suchen, bis es dunkel wird. Wir hören jetzt alle aufzubauen. Ja, dann können wir hier oben vielleicht doch zubauen, ne? Dann können wir auch das hier abreißen. Machen wir hier oben vorne zu, dann haben wir so unser kleines Gedöns. Das ist, glaube ich, gar nicht so schlecht hier. Was jetzt beim Auto Zeug rausgekommen ist, weiß ich auch nicht, ne? Guck mal, Kiste mit Konserven höchstwahrscheinlich. Hier haben wir dreimal irgendwie Autoparts. Wrap it up, folks. Time to call it a day. Wrap it up, folks. Ich mag diesen... mag Akzente. Clear. Ja, selbst das Hauptquartier wurde bis jetzt noch nicht fertig gebaut, ne? Also da ist auch noch nicht allzu viel los. Building clear. Aber die sind schon voll.
Mach eine Übertragung. Sir, it's almost nightfall. We can already see some infected coming out of their lairs. Another one incoming. Waiting orders. We're on the move. Waiting orders. Going there. Okay, wir werden sie mal zurückrufen. Es ist fast dunkel, wir können bereits sehen, dass Infizierte aus ihren Höhlen kommen. Sind sie noch da? Sind sie noch da? Ja, ich bin da, ich bin da. So, jetzt müssen wir erstmal unsere Zone verteidigen. Ja, dann mal los. Ja, ich sag ja, jetzt so Elemente aus Frostpunk, das wär's. Können die anderen auch mal schießen? Boah, jetzt kommt doch mal ein bisschen mehr, ne? Boah, das sind aber schon gleich meine Güte, ne? Also viel Zeit zum Eingewöhnen lassen uns hier die Mauer. Obere Mühlenstraße. Mittelalterliche Mauer. Die können wir doch mit Sicherheit noch nutzen. Die ist doch noch gut. Jetzt mal greifen die unsere nicht fertige Palisade an, ne? Da ist, es tut schon weh. Mal gucken, vielleicht können wir sie ein bisschen pullen. Roger. Going there. On my way. On my way. Warte mal. Das ist ganz gut. Ich glaube, mit der Variante. Oh, jetzt greifen die unseren Turm an. Das ist aber eine größere Horde. Aber ja, die wollen's schon echt wissen. Aber ich glaube, so eine Mittelaltermauer wäre das jetzt schon. Aber jetzt halt so Elemente aus Frostpunk wären halt cool, ne? Von wegen jetzt bitte noch Kinderarbeit oder so, ne? Oder Überstunden, dafür haben wir eine höhere Verletzungsgefahr und so. Das hat Frostpunk so cool gemacht. Ich baue zu viel, was? Niemals, Monster, niemals. Ist immer ein Monat, ja. Hostiles inbound. Haben wir eine kleine Gruppe. Können wir jetzt schon mal den hier machen? Ja. Another one incoming. Ich hoffe mal, dass die Türme hier vorne an den mit dran durchaus was bringen. Müsste ich den Turm irgendwie eigentlich eher so bauen, ne? Den hier können wir abreißen. Turm, Turm, Turm. Der steht eigentlich auch nicht so richtig gut. Schön in die Ecken. So sieht's doch besser aus, oder? Aber im Juni sind Nächte sehr kurz, oder? Ja, rein theoretisch schon! Wie hast du denn die Mauern gesetzt? Hier unten links auf Bauen geklickt, dann hier auf Wände, dann hast du hier oben Holzpalisade und so weiter. Dann klickst du die hier hin und dann Maustaste gedrückt halten, dann kannst du die so ziehen. Die snappen auch und so. Wenn du sie löschen willst, wieder draufklicken und hier auf das X. Vorsicht mit deiner Munition, die sitzen gleich am Trocknen. What? Moin, Pax, 2K. Wo siehst du das, was die an wenig Munition haben? Ernsthaft, wo siehst du das und wo kann ich aufmunitionieren? Nutzen die Gesamtmenge an Munition, die ich habe, oder haben die eine eigene Menge an Munition? Going there. Waiting orders. We're on the move. So, die lassen wir mal eben loslegen. Die anderen dürfen jetzt hier weiter ackern. An alle Survivors, die Infektion sind rückläufig. Survivors und Wer ist da? An alle Survivors. Ah. Ist da jemand?
to all civilians. Building the infection clear. Is in flight. Seek a first and its build. Diese Truppe anklicke. Warte mal. Chief, this is the same transmission we received before, but the signal is even weaker. Our walkie-talkies are not powerful enough for long-range communication. We have to build a large antenna. A local library or university would be a good place to search for information on how to make it work. Okay, wir müssen eine größere Antenne oder so finden. So, jetzt aber. Wenn wir den Trupp anklicken, siehst du rechts bei den Bildern die Waffen. Die sind fast leer. Sie rüsten sich nach, wenn sie kurz in der Kuh ist. Ich hätte es ja gerne tatsächlich, dass es ein bisschen langsamer von der Zeit läuft. Es ist gerade echt irgendwie alles irgendwie recht schnell und recht viel. Chief, wir haben gerade ein Sturmgewehr gefunden. Es wird sich gegen große Horden sicherlich als nützlich erweisen. Verschwenden wir nicht zu viel Munition für nichts. Wir brauchen Ihre Antwort. Use it with caution. Use it with caution. Naja. So, also jetzt nochmal. Anklicken. Ich sehe hier die Waffen. Steht dieser Pfeil dann dafür, dass die halt quasi keine Muni mehr haben? Kann das sein? Wir lassen sie mal noch kurz noch weiter suchen, danach schicken wir sie zum HQ. Keine verfügbaren Arbeitskräfte für ein weiteres Squad, das ist ja ein bisschen doof. Munition später craften wäre schon nicht schlecht. Es ist nur einmal Pistolenmunition oder Artillerie-Muni, alles. Guck mal, die stehen jetzt hier auch einfach nur so in der Gegend rum. Sammle Holz, hatten sie ja gesagt, ne? Das heißt, wir machen mal noch den hier zusätzlich. Hoffen mal, dass das so halbwegs funktioniert und ich die nicht einfach jetzt komplett überfordere. Weil die ja irgendwie trotz alledem jetzt hier eigentlich zum Teil nur irgendwie in der Gegend rumstehen. Es klingt zwar so, als wenn sie bauen würden, also hundertprozentig danach sieht das nicht aus. Guck mal, die sind schon durch. Lass doch nicht mal weiter die Häuser durchsuchen. Der Trupp sucht auch noch. Waren ja gerade in HQ, sind also wieder aufgefüllt. Ja, die kommen ja mal zwischendurch zurück, ne? Aber vielleicht muss ich die längere Zeit im HQ lassen. Also ich habe hier auf jeden Fall immer noch diese Pfeile nach unten und das sieht schon so ein bisschen aus, als wenn sich das auf die Munition oder irgendwie sowas bezieht. Das könnte das schon sein, ja, ja. Aber wir bringen ja mal ein bisschen was nach Hause. Guck mal, wir haben Sturmgewehrchen. Ausrüstung für Truppmitglieder. Wir brauchen mehr Leute, um weitere Squads zu erstellen. Hier sehen wir übrigens, was wir haben, ne? Das Sturmgewehr, Pistolen, Rohmetall, Munition. Irgendwie glaube ich ja fast, es fehlt mir so ein Stück weit an Holz. Frage ist, ich pausiere mal eben, wie das läuft mit dem Holz, dass wir das priorisieren können. Holz wird benötigt, sagen sie, genau. Ich habe jetzt hier schon markiert. Die Frage ist halt nur, bauen die jetzt erst ab oder stehen jetzt blöd einfach in der Gegend rum und machen gar nichts mehr, weil es kein Holz mehr gibt? Weil hier steht ja eigentlich auch noch Holz in der Gegend rum, ne? Im Normalfall laufen die ja nach dem Sammeln immer in Zaku, wenn sie voll sind und rüsten sich da auch wieder auf. Das klingt doch schon mal gut. Chevron, so nennt man das. Also quasi ein Winkel von wegen... Leveln sich. So ein bisschen das Gefühl, die machen nichts. Bin zu schnell fürs Tutorial, das kann schon durchaus sein, ne? Vielleicht hätte ich erst den Turm nur bauen sollen oder so. Aber es liegt hier ja durchaus auch noch Holz rum. Vielleicht haben wir Glück und plündern irgendwie noch ein bisschen Holz oder so. Aber es ist auch gleich schon wieder Abend. Aber bis jetzt ist es irgendwie ganz cool. Also es macht einen wirklich schicken Eindruck. Also mir gefällt's. Wir warten mal den nächsten Tag ab, wenn sie rauskommen, ob sie hier vielleicht irgendwie ein bisschen... Ne? Kann ich irgendwie deren Arbeitsprozesse optimieren? Das ist so die Frage. Ebenen anzeigen.
Plünderer Ansicht. Okay. Ready for action. Roger. Tomorrow's another day. Waiting orders. Zieh sie mal zurück. Immer auf Power spulen. Hostiles inbound. Sollten wir mit so einer normalen Horde ja wahrscheinlich durchaus immer noch gut klarkommen. Hostiles inbound. Ich meine, hier liegt ja irgendwie auch noch Stuff rum. Also. Irgendwas muss da schon durchaus gehen. Ich finde es witzig, dass die auch wegrennen, ne? Also irgendwie eine gewisse Form von Intelligenz scheinen sie ja zu haben, die Infected hierbei. Aber die meinten ja auch irgendwas von wegen, dass deren Verhalten eher Vampiren oder so ähnelt. So eine große Gruppe. Ich zieh mal die beiden Trupps rein. Ich hoffe mal, das funktioniert. Kann ich diese Sturmgewehr krallen? Hier sieht man es, wie die Munition runterwandert. Jetzt sieht man es ganz gut. Uiuiui, das werden mittlerweile aber schon ein paar mehr. Dritte Symbol unten links. Meinst du das hier? Bürgerpanel? Danke, das ist es. Ich sag ja, das ist irgendwie. Es passiert alles so schnell aktuell. Lebensmittelzubereitung, Fabrikarbeiter, Wachen gibt's auch. Ich stelle jetzt einfach mal 21 auf Plünderer und mal gucken, was passiert. Jetzt müssten sie ja hoffentlich das machen, was ich denen sage. Kommen sie? Da unten. Aber das ist cool. Danke, Loki. Das ist cool. Das macht echt Spaß. Jetzt sind die da in dem Haus drin? Good morning, everybody. Okay. So, jetzt mal gucken, ob das so funktioniert. Das sieht gut aus. Deswegen auch Vampire. Die können bei Tag nicht unterwegs sein. Deswegen, aber vielleicht meinen sie mit Vampir tatsächlich auch, dass die schon eine gewisse Art von Intelligenz durchaus noch besitzen und nicht einfach nur die ganz stumpfen Zombies sind. Jetzt haben sie fast keine Muni mehr, obwohl sie im HQ waren. Wollte ich mal nur so nebenbei angemärchelt haben. Ich lasse trotzdem erstmal looten. Ih, guck mal. Chief, we found some seeds in one of the buildings. We're on the move. It looks like grain. There were some farming tools as well. Grain, nice. Start cultivating the land again. Chief, wir haben in einem Gebäude Samen gefunden. Scheint Getreide zu sein. Einige landwirtschaftliche Geräte gab es da auch. Vielleicht könnten wir damit das Land wieder beackern. Okay, bring that in. We should have a place where we can cook meals for our citizens. War nicht mal cool? Ist das nicht mein HQ? Da waren sie doch drin. Kapusan. Ist das jetzt mein HQ? Chef, wir haben in einem der Gebäude Samen gefunden, scheint Getreide zu sein. Eine landwirtschaftliche Geräte gab es da auch. Vielleicht können wir damit das Land wieder be... Ah, das hab ich doch gesagt. Okay, let's build a cookhouse. So. Schaut mal, hier sieht man es übrigens. Na, guck mal, die haben sich schon wieder vollgefüllt. Die sind bei 100, die sind bei 6 von 100. Das ist nicht so viel. Ich hoffe mal, die füllen sich da gleich wieder auf. Müsste doch jetzt mit dem Plündern mal so ein bisschen mehr besser funktionieren, oder? Also die haben definitiv angefangen, Sachen aufzusammeln. Ich werde mal noch mehr Bauherren reduzieren. So, jetzt haben wir fast alle nur im Sammelmodus.
Ja, ich weiß, dass wir Resources brauchen. Ich versuche ja. Das mit dem Stern. Nicht so drin. Aber jetzt müssten sie ja eh reingehen. Mal gucken. Building clear. 100 von 100. Yay! Es geht wieder. Fällen die jetzt Bäume oder fällen sie die jetzt nicht? Passiert da mal was? 24%. Ich glaube, da ist gerade tatsächlich was umgesprungen. Ich bin mir nicht so richtig sicher, ob das alles so richtig funktioniert. Noch 25%. Okay, die sind nur arschlangsam. Building clear. Na, mal gucken, ob ich hier nicht wirklich zu viel wollte hier am Anfang. Das kann natürlich sein, nicht? Ja, da, die haben Baum gefällt. Ich hab's gesehen. Holz? Das sind auch nur 3 von 10 Leute, ja? Ne? Die meisten kleben hier oben jetzt am Trümmerberg. Roger. Warte mal, vielleicht kann ich das durchaus Bereich abwählen. Wie kann ich... Ich würde gerne... Zack. Aha. Reicht ja, wenn es nur der Bereich hier vorne ist, weil damit wir die Mauer zu Ende bauen. Kann ich die schon irgendwann dann tagsüber ausräuchen? Wir sind schon wieder bei 14:29. Das geht zu schnell. Gucken wir mal in die Forschung rein, solange die ackern. Grundlegende Antenne. Ermöglicht den Bau einer grundlegenden Antenne für Langstreckenkommunikation. Klingt gut. Nicht genug wissenschaftliches Material. Jo. Chemie. Herstellung von Düngemitteln, synthetischen Brennstoffen, Nitrocellulosepulver, Waffenproduction, Scharfschützengewehr. Jo. So, na, danke. Ich würde sagen, das ist cool. Das ist ziemlich cool. Also mir macht das enorm Spaß. Moin nach Doomsday. Du hast einige Aufgaben, die um. Ja, du. Ne, Türmchen wird schon holzsammlich auch schon. Also an den ersten beiden bin ich schon dran. Entsende Trupps und Fachbücher zu finden. Da bin ich auch dran. Guck mal, da oben sind Fachbücher. Das sollte wahrscheinlich für heute schon reichen. Ich mal auf meinen zweiten Trupp, der ist hier in der Nähe. Gib ihm. Mehr eingehende Übertragungen. Chief, viele unserer Arbeiter haben keine Aufgabe. Weisen Sie ihnen Aufgaben zu, Ressourcen zu sammeln, irgendwelche Bauarbeiten oder Aufträge in den Gebäuden. Ja, habe ich doch, oder nicht? Arbeitslos? Was? Hier, mehr Plünderer. Was ist denn da los, Freunde? Hier, arbeitet. Rein da. Ich weiß nicht, was da drin so richtig passiert. Hey, sie scheinen sie aber zu killen. Und einmal auffüllen, bitte. Okay, einen hat es irgendwie erwischt. Es ist 17 Uhr. Ich glaube, das wird am heutigen Tage auch irgendwie nichts mehr. Bauherren brauchst du, ja, aber nur drei habe ich drin, das sollte eigentlich gehen. Ich glaube, ich ziehe mal den Trupp zurück. Reporting. On my way. Und zwar sofort. Operator, building clear. On my way. Und zwar alle, und zwar grande Schnellibus. Stop working. Start winding down. Hostiles inbound. They're trying to get inside. Another one incoming. Machen wir mal ganz raus. Ist halt schon krass, ne? Wie weit kannst du dann hier am Ende gehen und so? Übel.
Bleibt mir los, weg da unten. Port spotted. Ja, wenn wir Glück haben, sehen sie uns nicht. Die werden uns gesehen haben. Aber schaut mal, jetzt füllen die sich nicht unbedingt auf und die sitzen im HQ. Können wir den nicht... Ich hab doch gesagt, auffüllen. Vielleicht können wir dir einfach einen bestehenden Squad auch schon das Sturmgewehr zuweisen oder so. Das wäre auch nicht so schlecht. Nur rechts auf Sprechen drücken, dann kannst du Squads gleichzeitig zurück. Rückzug der Squads. Ah ja, danke. Cool. Fast leer. Und die sitzen im Akku. Wieso können die denn nachts nicht, ne? Wir haben ja sogar noch Munition im Bus, also irgendwie. Ich hätte ja gerne gerade mal irgendwie einen so einen langen. Keine Ahnung, so einen Squad auffüllen. Ja. Also tagsüber konnte ich draufklicken. Ich glaube, nachts kannst du. Sind diese Funktionen einfach so ein Stück weit gefreezed. Macht jedenfalls den Anschein. Oh, bitte lass die Demo recht lange gehen. Das macht ziemlich Spaß. Weil wir können ja noch Parameter hochstellen. Ja? Hostiles inbound. Das Hotel. So, jetzt versuchen wir es mal nochmal. Ziehen wir die Trupps beide raus. So, jetzt gehen sie zum Auffüllen zurück. Weißt du, weil ich keine Arbeitslosen habe? Ich gehe mal einen, nehme einen weg. Ja, passt. Und ja, das Sturmgewehr. Yeah! Sehr cool. Dann schicke ich die mal hin, jetzt die Quest zu machen. Und die Boys und Girls werde ich mal hier den Rest irgendwie suchen lassen. Können wir das mal jetzt hier mitbringen? So, dann gucken wir eben mal rein. Die meisten sind Plünderer. Mittlerweile haben wir sogar auch ein bisschen Holz einlagern. Also ich würde schauen, dass wir sogar ein bisschen wieder umändern. Mehr Bauherren dazu holen. Lass mal einen Arbeitslosen über, um eine gewisse Flexibilität zu gewährleisten, die wir vielleicht aus irgendwelchen erfindlichen Gründen noch brauchen. Ich habe was Beines gefunden. Mal schauen, ob du da auch findest. Okay, ich bin neugierig, aber ja, mal gucken. Sollen das hier oben mal endlich zu Ende bauen? Das wäre geil. Zu Ende abbauen, dass ich meine Mauer da durchziehen kann. Also noch habe ich ja eh keine Mauer, aber... Ne? Aber jetzt scheint so halbwegs was zu passieren. Jetzt scheint es besser zu klappen. Oh, das sieht doch gut aus. Jeff, wenn wir einige Gebäude abreißen können, bekämen wir etwas Holz, Metall und Ziegelsteine für andere Bauvorhaben. Wir hätten auch etwas mehr Platz für andere Gebäude oder einfach nur freies Schussfeld. Das klingt ziemlich gut. Ich gehe mal auf Pause. Hier sowas zum Beispiel oder so, ne? Könnte man durchaus abreißen. Ich würde hier diese ganzen Gebäude, die hier direkt dran stehen, alle abreißen. Auch die hier. Weg. Dass wir hier schön rumballern können. Flammenwerfer, Mörser, ja. Ich denke mal... Da passiert wahrscheinlich noch was. So, wie weit sind sie da oben? Waiting orders. Ready for action. We're on the move. Können die das mal zurückbringen? Also bringen die das jetzt nicht mehr automatisch zurück? Was ist da los? On my way. Die 10 da oben, sind sie fertig? Ne, die suchen noch. Reporting. On my way.
going there. Polizeistationi. Also wenn es da nichts drin gibt, dann weiß ich auch nicht weiter. So, mal gucken, ob sie jetzt was von dem Weizen mitnehmen, ja? Jetzt gehen sie trotzdem weiter, obwohl die ihre Taschen voll sind? Den check ich nicht. Naja, gucken wir mal. Lassen wir sie mal machen. Jetzt müssen die ja oben durch sein, oder? Ah, ein bisschen was haben sie noch offen. Würde ich sagen, nehmen wir nochmal so ein, zwei Gebäude mit. Fachbücher zu finden. Bringe wissenschaftliches Material ins Hauptquartier, machen wir gleich. Bauer Holstorm, machen wir. So mehr oder minder sind wir da bereits schon dran. Haben wir noch Holz? Ein bisschen Holz haben wir noch. Das sieht doch alles gut aus. So, ich glaube, Trümmer können wir jetzt erstmal weglassen. Building clear. Schon wieder gleich Nacht. So, die bringen Sachen zurück. Das sieht gut aus. Naja, guck mal. Also irgendwie so ein bisschen was entsteht. Die Gebäude würde ich nämlich da tatsächlich noch für uns versuchen zu nutzen. Mal gucken, ob wir da dann noch irgendwie halt auch noch mehr Gebäude nutzen können oder so, dass wir da vielleicht noch ein bisschen mehr dazu bekommen. Das ist cool. Das ist echt cool. Das wäre halt schon cool. Wenn wir hier so ein bisschen die Mittelaltermauer irgendwie uns hier irgendwie ransetzen würden, dann können wir die vielleicht so ein Stück weit mitnutzen oder so. Das wäre doch mega nice. We need a workspace where we can experiment and re-engineer all the pre-pandemic technology. We could store all the books there too. Let's build a research center and assign the most technical minds there. Wir brauchen einen Arbeitsbereich, in dem wir experimentieren und die gesamte Technologie aus der Zeit vor der Pandemie umgestalten können. Wir könnten dort auch alle Bücher aufbewahren. Lasst uns ein Forschungszentrum bauen und die klügsten Köpfe dorthin schicken. Es ist dringend. Okay, let's do this. Rückzug. All squads, return to base. Hold squad, zurück im Bus. Okay, dann baue 5 Felder, baue ein Küchenhaus, ein Gebäude abreißen. Also ich fände es nicht verkehrt, wenn die Tageszeiten insgesamt ein bisschen langsamer laufen. Wahrscheinlich wollen sie darüber halt ein bisschen Druck auch erzeugen, ist okay. Horde spotted! Horde spotted! Hostiles inbound! Das war gerade das Sturmgewehr. Das ging aber zu schnell. Ich bleib mal in der Nähe. Vielleicht sehen wir es ja doch nochmal. Aber da kommt eine Horde auf uns zu. Horde spotted. Ne, die gehen wieder. Das heißt, ich muss eins von den normalen Gebäuden jetzt umbauen, oder wie läuft das? Dass wir dann da raus... Horde spotted. Der schießt auch früher. Nice. Warum dringend noch eine neue Plünderer-Crew? Was ist das? Was? App 1 von den Leben, okay. Das macht echt Spaß. Hostiles inbound. Reporting. We're on the move. Ready for action. Oh oh, oh oh, oh oh, oh oh, oh oh. Oh, oh, zum Glück, die sind noch reingekommen. Out of ammo. Da haben sie. Nee, einer klebt da noch dran. 3 kleben da noch dran. Wieso füllen denn nachts ihre Muni nicht auf?
Oh oh, wir haben glaube ich zwei verloren. Das ist jetzt ja eher nicht so prickelnd gelaufen. Ups. Ups. Gerade waren sie aber davor mal cool und da haben sie es auch nicht gemacht. Auch die letzten Nächte schon nicht. Irgendwas, irgendwie weiß ich auch nicht. So, jetzt sind sie es wieder. Jetzt gehe ich mal kurz hier. Und jetzt stehen die hier genau da, ja? Okay. So, jetzt gucken wir mal, wie das funktioniert. Gebäude anpassen. Lager, Schutzraum. Kochhütte soll ich bauen. Recherchezentrum. Ist der da jetzt rausballern? On my way. On my way. Ich will den letzten ja schon durchaus haben. Ja, jetzt haben sie wieder Muni. Aber während der Nacht irgendwie? So, ich werde mal anfangen, jetzt Häuser im Umfeld mal abzureißen. Sir, the winter is coming. The days will be shorter. The farms won't produce any more food. We should brace ourselves. This might be the hardest day. Okay, es kommt der Winter und ich habe immer noch kein Essen und irgendwas. Wir sollen uns auf den Winter vorbereiten. Ah! So. Okay, Stacheldraht, befestigtes Tor, das sieht ja schon mal alles ganz cool aus. Frage ist nur, wie kann ich das jetzt abreißen? Ich würde das jetzt hier ganz gerne einfach mal abreißen. Ist in der Prolog-Version nicht verfügbar? Okay. Das Prinzip ist cool. Weißt du, wie ich die Gebäude abreißen kann? Wie jetzt zum Beispiel das hier? Ich werde die mal weiter suchen lassen. Roger. Roger. On my way. Glaub das mit der Axt baust du gerade. Mit der Axt kann ich ja nur Bäume und so anwählen, ne? Und die fällen sie dann. Ja, nee, ich mein schon. Ne? Ich mein schon das, was er meinte, von wegen ein Gebäude abreißen und so weiter und so weiter. Was meinst du das hier? Ich will ja wirklich eins explizit draußen, das Gebäude mit der Axt. Kann ich nur eins gleichzeitig abreißen? Aber das will ich eigentlich gar nicht abreißen. Plünderungsaufgabe. Auch ich. Hier drin will ich alle durchaus da lassen, ne? Ich möchte eigentlich nur die hier außerhalb der Mauer kaputt machen. Building clear, building clear. Our people are starving. Everything's collected. Our people are starving. Das ist irgendwie nicht so richtig cool. Das heißt, wir sollten anfangen. Guck mal, die haben Konserven dabei. Wir sollten mal gucken, dass wir priorisieren. Da werden wir mal die Supermärkte ablaufen. Und ich brauche noch mehr Holz. Immerhin ein bisschen Munition und so habe ich. Ah, ich glaube, wir müssen da nicht mehr Leute für drin lassen. Guck mal, Kochhaus. Baue ich mal. Schutzraum. Soll man den jetzt hier irgendwie noch reparieren oder wie läuft das? Area
area scavenged. Building clear. So, wir am Ende des Tages nur noch ein zweites Mal drauf klicken, habe ich so das Gefühl. So, Schutzraum. 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 Passt soweit. Das heißt, alles, was wir hier haben, haben wir. Es wird schon wieder dunkel. Darf ich mal die Polizei schaffen, sie noch halbwegs zu durchsuchen? Building clear. Wir gehen jetzt alle wieder gleich nach Hause. Operator. Operator. Ah, die haben schön Munition dabei. Sehr geil, sehr geil. Reporting. Guck mal, dass ich dann hier vielleicht irgendwie Felder bauen kann oder so. Müssen wir mal gucken, wie das dann läuft. Going there. Stop working. Start winding down. We're on the move. Reporting. Roger. Roger. Zack. Das war mal erwischt. So, dann können wir mal gleich mal schauen, so lange, wie das hier läuft. We're running out of stock. Ja, wir kriegen bald schon wieder Probleme mit dem Essen. Weil hier Kochhaus hier fällt. Bereit den Bereich vor, sodass der... Das ist halt irgendwie ein bisschen komisch, dass ich darüber über das Baumenü auch über dieses Gebäude reinkomme, aber halt die auch frei bauen kann irgendwie. Schaut mal Felder. Wir konnten hierbei auch für Wachen, ne? Auch Leute loswerden. Das heißt, sitzen jetzt hier Leute drin mit Wache? Mit Pfeil und Bogen. Der Sound, den wir gerade gehört haben. Die haben da echt mit Pfeil und Bogen rumgeballert. Plumps. Pfeil und Bogen, eine primitive, langsame und ineffektive Fernkammer. Was? Aus einfachem Stück Holz und einer provisorischen Bogensehne benötigt keine Schuss auf Munition. Die Schützen können selbst für Pfeile sorgen. Ah, das ist so dieses... Der lame Grundstock sozusagen, der immer verfügbar ist. Ich verstehe. Naja, gut, ne? Aber ganz cool, dass wir unsere Squads nicht in die Türme packen müssen. Das ist schon mal nicht so schlecht. Wie viel brauchen wir? Holz und Standardwerkzeug. Standardwerkzeug habe ich tatsächlich ein bisschen. Das ist cool. Ich finde das wirklich gut. Das ist echt, also macht wirklich auch deutlich mehr Spaß, als ich gedacht hätte. Anfanglich hatte ich so ein bisschen Neugierde, aber mal gucken, aber das macht echt Spaß. Wann kommt das raus? Können wir mal kurz gucken. Und wir können ja sogar noch eine Runde zocken, ne? Also... Das ist ja nicht zeitlich begrenzt und wir können auch die Schwierigkeit hochsetzen, noch andere Gelände und so. Warte mal. In Faction Free Zone. 11. April. Als Early dann aber. Das heißt, wahrscheinlich werden wir dann nur einen erweiterten Prolog auch bekommen, aber... Das ist cool. Das macht jetzt auch schon richtig Spaß. Hostiles inbound. Aha. So, gucken wir mal. Arbeitslos haben wir nicht. Squad-Mitglieder, soweit das passt. Ready for action. Es wird auf wie... Ich würde auf jeden Fall schauen, dass wir ein bisschen Lebensmittel bekommen. Das heißt, wir schicken den mal dahin. Und guck mal, jetzt haben sie hier trotzdem immer noch wenig Munition. Selbst die im HQ saßen. Ah ja, was soll's. Solange es noch halbwegs funktioniert. So, wir gehen mal hauptsächlich jetzt auf Essen. Just found a car that looks drivable. Let's try to make it run again.
Oh, ein Auto. Okay, try it. Trotzdem erstmal den hier. Ich habe nämlich keine Lust, dass du mir am Ende des Tages verhungert oder so, deswegen... Sammel mehr Holz. So, und ich würde dich ganz gerne abreißen. Haben wir noch ein bisschen Holz? Nee, seht ihr, Holz ist schon wieder ein Problem. Chief, we just found a dead animal, but the thing is, it was literally shredded to pieces. It couldn't just be some ordinary infected. There are teeth marks on its skin. They look like dog teeth. Wilde Hunde, ich verstehe. Was ist aus dem Shooter Gray geworden? Du meinst Gray Zone Warfare wahrscheinlich, Nightjack, oder? Das wird noch dauern. Stay alert. Das wird wahrscheinlich noch dauern. So, Landwirtschaft sagst du abstellen. Ja, das klingt nicht so schlecht. Dafür muss es trotzdem erst gebaut werden. Everything's collected. Sir, we've spotted some people. They're probably armed. They could have seen us too, but I can't tell if they're friendly. What should we do? Wir haben Leute gefunden. Sie sind bewaffnet. Wir müssen gucken, ob sie freundlich sind oder nicht. Ich sage, wir versuchen sie freundlich. Wir brauchen Leute. Approach them friendly. Das ist echt nice. Operator. Operator. Nein, 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 nein. Wie bekommen wir die denn bitte, dass wir die nicht angreifen? Nein. Okay, sie sind feindlich, so wie es aussieht. Ey, scheiß auf die. Wir brauchen das Essen, da führt kein Weg dran vorbei. Okay, zurück mit euch erstmal zum HQ. Brauchen das Essen. Es ist auch schon wieder 12 Uhr. Clear. So denn eigentlich, also okay, feindliche Gruppe. Die Frage ist halt, konnte ich da jetzt irgendwas machen, dass sie nicht feindlich waren oder doch oder ja? Eine kleine Info zum Supermarkt-Simulator. Auf Nexus gibt's Mods, um euch einen Handscanner zu bestellen. Der Waren im Warekorb noch einige Mods mehr. Das klingt nicht schlecht, Leisen. Echt? Trotzdem würde ich so oder so ganz gern auf ein Update da warten. Erstmal. Ready for action. Es wird auch schon wieder bald Nacht, ne? Reporting. On my way. Nimm mal bitte auch das ganze Zeug rein. Damit zumindest etwas essen. Das ist ja schon mal gar nicht so schlecht. Da liegt doch sogar Holz rum. Was? Ist das irgendwie so? Nee. Also an der Intelligenz der Leute, die hier so rum und auf warten, da muss man, glaube ich, auch noch ein bisschen feilen, so alles in allen. Jetzt müssten doch die bösen Menschlinge, die wir da unten haben, doch auch irgendwie eigentlich Stress kriegen. Mit den Zomboys, oder? So, das sieht gut aus. Dann gehen wir mal gleich rüber in das große Haus. Aber es baut sich so langsam auf. Fängt an zu schneien. Ja gut, das heißt so viel wie die Felder werden wir jetzt nicht unbedingt demnächst brauchen.
Da ist jetzt erstmal nicht allzu viel. Allerdings zum Frühling sollten wir dann auch am Start sein. Hunderte? Das ist nichts. Bereit machen. Okay. Get ready to defend the zone. Hunderte? Hunderte? Was? Ich glaube, unser erster Run endet gleich. Also ich glaube nicht, dass wir Hunderte kriegen. Ich kann euch Scotter stellen. Receiving. Ready for action. Roger. Immer schön zu sehen, schnell aus dem Spiel zu Beispiel. Ja, so ein bisschen schon, oder? So ein bisschen schon. Boah, das macht voll Spaß. Hostiles inbound. Drei Squads. Cool. Zum Glück nur eine kleine Horde. Jetzt machen die mal ein bisschen Mauer, das ich da gebaut habe, kaputt. Ah! Und die jetzt hier mit ihrem Pfeil und Bogen. Zung, zung, zung. Wölfe? Achtung! Infected Dogs sogar. Es sind Hunde, infizierte Hunde. Abknallen! Shoot them down! Das ist jetzt ein bisschen doof. Reicht jetzt. Vielleicht schaffen sie es jetzt rüber. Wir brauchen die Muni. So, wieder rüber. Das ist nicht gut vom Timing. Flieht! Flieht, 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 flieht. Ja, easy. Das sind jetzt doch ein paar mehr. Keine Muni. Wenn die reinkommen, sind wir tot. Ich hoffe mal, wir können sogar noch einen Squad erstellen. Alter. Übel. Ich hab Muni. Die schießen ja auch noch. Die haben nichts mehr. Aber die kann ich da jetzt nicht rausholen, sonst war's das. So oder so. So, 3, 2, 1 Risiko. Ich zieh sie mal rüber. Und es ist 5 Uhr am Morgen. Ich hoffe mal, ich kann die Gebäude auch irgendwie reparieren. Ja, kann man. Oh, sehr gut, sehr gut. Okay, die Gebäude halten schon durchaus was aus, ne? Das geht schon echt klar. Übel ist es trotzdem. So, 6 Uhr. Jetzt müsste es doch langsam aber sicher wieder Tag sein. Boss, it's been a rough night. Something must have made the infected extremely bloodthirsty. If more and more come, our chances of survival will be really low. Ich glaube, das hier zeigt nur an, wie viele Waffen wir haben. Und das hier halt die Munition, deswegen noch geht's.
Boss, es wird eine harte Nacht. Irgendwas muss die Infizierten extrem blutrünstig gemacht haben. Wenn mehr und mehr kommen, werden unsere Chancen wirklich gering sein. Sind sie noch da? Wir halten durch, wir halten durch. Du hast das Ende der Prolog. Nein! Nein! Bitte nicht, ich will weiterspielen! Okay, ich muss notieren. Moin, Yoshi. Ich spiele einfach noch eine Runde. Wir ignorieren das einfach. Wir ignorieren einfach, was passiert ist und spielen einfach eiskalt nochmal. Mal gucken, ob ich das darf. Ich muss die anschreiben. Brauch das, das ist gut, das macht Spaß. Fing es mir auch, als ich durch hatte. Ja, das ist cool, oder? Ja, hier, komm. Neues Spiel. Easy Papisi, sage ich dazu. Okay, dann gehen wir mal. Wo wollen wir denn hin? Und nach China? Okay, fortfahren. Starten April. Menschen. Ich will mit mehr Menschen starten. Ich will mehr Ressourcen. Ich will ein bisschen mehr bauen. Anzahl der Horden lassen wir mal so. Was noch brauchst du? Neustadt, ja. Ja. So ungefähr, ja. Das kennen wir. Oh. Operator, this is First Squad Leader. We made our way out. The neighborhood looks deserted. We'll have to scavenge the nearby buildings for any useful resources. Reporting. Okay. Find something to eat as fast as possible. So, macht er. Haben wir? Seht ihr, ich hatte die nie wieder umgeschaltet. Nur mal so, ne? So, Squad erstellen. Ready for action. Roger. Ich hoffe mal, wir schaffen es irgendwie, die hier halt abzureißen. Aber das hier ist doch mal bitte eine richtig geile Festung, oder? Receiving. Operator, going there. Building clear. So. Easy peasy. Und wir wissen ja schon mal, wir brauchen Safe Holz. Nicht wahr? Müsste gehen. Clear. Das war das Auto. Super nützlich. Was macht das Auto denn? Och, so ein Ding, ne? Und hier da drum nur eine Mauer. Richtig geil. So, können wir sogar noch einen Spot erstellen? Ja, komm. Die sind jetzt hier aber nur noch mit normalen Sachen bestückt, ne? Die haben keine Waffen oder sowas. Roger. Ist ja irgendwo eine Polizeistation? Jetzt haben wir 4 Squads direkt zum Anfang. Das sieht doch schon mal gut aus. So, Schutzraum. Chief, I will speak on behalf of the other citizens. Let us go and adapt the buildings to suitable shelters. Ja, das machen wir ja. Wir bauen ja quasi gerade schon.
Was sollen wir machen? Ist das Game eigentlich draußen? Bis jetzt noch nicht, Dukia. Ich hab's gerade entdeckt und es ist geil. Ich spiele gerade das zweite Mal hintereinander direkt den Prolog, weil es cool ist. Yes, that sounds like a good idea. Forschungszentrum darf ich diesmal noch nicht bauen? Ach, was denn jetzt? Ist erstmal wieder zu? Waffen wären auch noch ganz geil, ne? Wenn wir noch ein bisschen Waffen finden. Okay, I'll point you where to go. Building clear. Das wäre schon nicht verkehrt. Wo sehe ich, ob die alle noch was zu tun haben? Die haben nichts mehr zu tun. Roger. Sucht mal. Building clear. Receiving. Irgendwie ganz cool, wenn ich so eine Art Warnsymbol hätte, wenn halt so ein Trupp nichts mehr macht, da, dass wir quasi die dann direkt wieder da raus und gehen. Oh, guck mal, hier gibt's Waffen. Sir, die Sonne geht unter. Die Sonne. Wir wissen nicht, was noch passieren wird. Wir können... Ja, das wissen wir. Fortfahren. Carry on. Sir, it is too dangerous for unarmed civilians to work after nightfall. Everyone will return home. Ja, das weiß ich, dass die nicht weiterarbeiten. Okay. Let's be safe. Das wissen wir. Ich kann auf jeden Fall mehr Holz nochmal markieren. Was brauchen wir? Wir brauchen hauptsächlich halt Holz, ne? Clear. Ich danke dir, Tukia, der Wolf, für dein Stufe 1 Abonnement. Vielen lieben Dank. Und keine Sorge, ich gehe mal davon aus, dass das mehr oder minder gemeint war. Wenn das hier kommt, dann spiele ich das auch. aber volle Kanne. Davon kannst du mal ganz fest ausgehen. Und wie gesagt, vielen lieben Dank. Ja, die wissen schon mehr oder minder, dass wir da sind. Das wird nicht lange dauern, bis die uns attackieren. Oh, noch hier gemeister. Moin, moin. Kämpfen! Get ready to fight! Wir haben auch nur zwei Pistolen. Die haben gar keine. Hier, sammeln mal Pistolen, Freunde der Sonne. Da kann man sich ja nicht mit anschauen. Hoffen wir mal, das ist so halbwegs die einzige. Ich meine, die erste Nacht war jetzt ja noch nicht so böse. Die anderen suchen noch fleißig, müsste also eigentlich durchaus klar gehen, ne? 20:36 Uhr. Na? Die haben nur zwei Pistolen, wir müssen halt schon schauen. Assault Rifle! Geil! Sehr geil, wir haben ein Stürmchen-Gewehrchen. Können die mal schießen? Es ist jetzt eher ganz knapp gelaufen. Wir hatten fast Ronald Parker verloren. So, dann mal eben schnell die Bus zurück. Dass sie sich vielleicht auch ein bisschen heilen. Zwei Sturmgewehre, scheiße, geil. On my way. Going there. Ja, aber es geht, ne, so halbwegs. Sind wir nachts immer noch am Looten. Passt. Clear. Wo sehe ich denn eigentlich? Ach, guck mal, genau, das ist mein Storage. Also mehr als das hier haben wir tatsächlich auch nicht. Wenn das Game so sucht, wenn es endlich rauskommt. Ja, das macht schon, also... Order gesichtet. Das macht schon ziemlich Spaß.
Oder? On my way. Also, das ist cool. Aber sowas von. There are some infected around here. Müssen wir mal eben schauen. Receiving. Ready for action. On my way. Ich lasse die mal im Nahbereich zumindest noch weitersuchen. Roger. Noch eine Horde kommt. Ready for action. Going there. Another one incoming. Ja, es geht noch. Wir müssen nur echt gucken, dass sie nicht auf die Boys treffen, die keine Waffen haben und keine Munition. Ansonsten passt das schon so halbwegs. 2.30 Uhr. Und unsere ganzen... Das Piepsen, wenn du einen Squad anwählst, hört sich mal an wie... Red Dead Redemption 2? Nicht ganz. Nur R2-D2. Kann sein, kann sein. Einmal. Der Droide aus Star Wars. So, bringt den Stuff zurück. Hier ist doch noch 0,7 Munition drin. Warum können die das nicht mitnehmen? Ist egal, wir bringen es jetzt erstmal zurück. Jetzt wird es eh gleich hell, das heißt, die können wir schön fleißig weitersuchen. Kann ich jetzt eigentlich schon... Nee. Ich muss erstmal noch das Gebäude hier fertig bauen. So wie es aussieht. Ich meine, die sind doch jetzt voll. Da ist ein Auto. Okay. Auf zum Auto mit euch. Roger. Area scavenged. We're on the move. So, jetzt bin ich mal gespannt. Wir haben noch, vielleicht brauchen wir diesmal sogar ein paar mehr Arbeiter, ne, um voranzukommen. Ich würde ja gerne die Defenses bauen, aber... Und ich würde gerne auch Gebäude abreißen. Ich würde gerne hier die hier abreißen, das hier und eigentlich sogar fast unser HQ oder hier rum, ne, dass wir halt hier so schön uns einen kleinen Verteidigungsring bauen können. Das wäre schon ganz geil. Die suchen alle, das passt. Ja, ich werde mal ein paar von dem... Oh Gott, das wollte ich nicht. So viel reduzieren wollte ich auch nicht. Ah, guck mal, wir können gar nicht mehr Bauherren bauen. Geht gar nicht anders. Die sind da schon maximal drin beschäftigt. Vehicle taken over. Ich habe das Fahren so vermisst, damit können wir unsere Plünderungen beschleunigen und wir können die Infizierten einfach überfahren, wenn sie zu nahe kommen. Yay! Ist das cool? Guck mal, Kraftstoff wird auch verbraucht und so? Wie geil. Ja, wie geil ist das denn? Dann steigen die richtig aus und geht der... Boah, schön. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Wir sind noch am Ackern. Die bringen gerade Sachen zurück. Essen haben wir mittlerweile recht eine ganze Menge. Waffen fehlen uns noch. Also ich glaube, Waffen wären wahrscheinlich gar nicht so schlecht, weil wir nur noch so ein paar hätten. Unsere Squads haben, sind noch nicht mal komplett ausgerüstet. Aber die Schule mitzunehmen macht wahrscheinlich schon Sinn. Dann können wir im Zweifel zwar nicht auch selber bauen. Hier, Waffenproduktion. Pistolenproduktion. Dafür brauchen wir 5. Im aktuell 2. Wird also nichts. Building clear. 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 Bauen wir diesmal nur Türme.
Wir haben noch 25 Holz, also das sieht doch eigentlich ganz geschmeidig aus, oder? Haben sie. Waiting orders. Clear. Going there. Aber verbraucht aber schon ganz ordentlich. Going there. If we want to build anything else, we need more resources. Send workers to chop down some trees. We're on the move. Was ist das cool? Haben wir übers Wasser gerade? Kann das sein? Da ist noch ein Auto. Ist das cool? Ich brauche Waffen. Ich brauche safe Waffen. Weiter durchsuchen, bitte. Die suchen noch, das passt. Wir müssen irgendeinen Weg finden, wie wir vielleicht schneller Waffen finden oder so. Okay. Okay, sagt er. Okay. Operator. The place is adapted. Going there. Building clear. Ah, diese Hochhäuser. Hier, das hier. Wie cool wäre bitte, wenn wir das hier hinbekämen, dass das unser Hauptquartier wird. Kann man das Hauptquartier verlassen oder irgendwie umsatteln oder so? Hier drum die Gebäude kaputt machen, hier noch eine Mauer drumherum setzen. Richtig geil. Building clear. Building adapted. Operator. Construction ready. Going there. Da, schaut mal. Roger. Roger. Was machen die? Guck mal, die fahren jetzt hier wirklich auf der Straße da irgendwie sonst wo durch die Gegend. Okay. Ja, das bitte looten. Schaut mal, also ein, zwei Türme sind sogar fertig geworden. Ich glaube es nicht. Ist ja Wahnsinn. Task complete. So, wir müssen noch ein bisschen mehr Holz fällen. Sollte erstmal reichen, oder? Jetzt wird es gleich eh dunkel. Glaube auch, in der Nacht sollten wir mal gucken, dass wir unsere Leute zurückrufen. Task complete. Going there. Going there. Ready for action. Going there. Waiting orders. Building clear. So, wir haben sogar schon ein bisschen was. Wir haben sogar schon immerhin zwei Türme online. Receiving. Haben wir jetzt hier noch Waffen bekommen? Ich meine, wir haben zwei Sturmgewehre immerhin. Schau mal, ob ich hier noch irgendwas sehe, dass wir vielleicht noch irgendwo einen anderen Waffenspot sehen. Wissen gäb's hier noch? Am Waffen scheint schon doch eher mit am seltensten zu sein, hier oben. Da. Okay. Get ready to defend the zone. Ich glaube, also man müsste sich noch die anderen Maps einmal so irgendwie angucken, aber ich glaube sogar fast, dass die so eher diese großen Plattenbaugeschichten hier insgesamt deutlich geiler sind. Was hat der? Wir haben Verdächtiges gefunden. Hier hängt ein großes Stück Trockenfleisch an einem Seil. Drumherum ist das Gegengewicht. Das ist eine Falle, ja. Vielleicht Menschen, vielleicht Tiere jagen, Infizierte. Jemand muss es. Ich sag mal, wir inspizieren es mal. Kenny? Kenny? Ready for action. Ich hoffe nicht. Viel Spaß im Lurk, Kapusan. Oh, Auto. Werkzeuge. They're gone. Gib mir Waffen. Going there. Die schicke ich auch echt nachts durch die Gegend. Waren wir hier, Mann? Müssen wir mal gucken. Operator. Going there. Wir werden die mal. Hier, guck mal, die laden sich nicht komplett voll. Witzig. Hostiles inbound. Ready for action. On my way. Reporting. Roger. Strukturieren wir sie alle mal so ein bisschen um. Müsste, glaube ich, gehen.
Pfeil und Bogen kommt hier ja auch noch mit dazu. Yay! Putz, putz, putz. Jetzt schießen die auch noch mit. Ja, nice. So witzig, dass sie das eine Gebäude jetzt da oben sogar noch durchaus noch mit plündern. So. Macht mal. Wir brauchen auf jeden Fall noch mehr Schusswaffen, aber volle Kanne. We've got them. So, wie sieht's aus? Die haben noch Muni, die haben auch halbwegs Muni. Hier fehlt noch eine Pistole. Es füllt sich. Wir haben jetzt, glaube ich, noch drei Leute insgesamt, die keine Waffen haben. Geht also so halbwegs, hätte ich jetzt gesagt. Ja, die Autoboys kommen zurück. Lagerschutzraum. Backsteinwand? Kostet mich halt so was hin, aber ich könnte rein theoretisch auch eine Backsteinwand sehen. Muss wahrscheinlich die verschrottenen Autos da unten wegbauen. We're running out of stock. Hey? Ach, die... Roger. Tatsächlich. Ich glaube es nicht. Du musst echt schon durchaus gucken, was hier mit dabei ist, ne? Also... Überall, also selbst an so einer komischen Straßenlaterne kommst du nicht unbedingt vorbei. Roger. So, verstärkte Mauer. Was haben wir hier? Metalltor? Going there. We're on the move. Clear. So, jetzt müssen sie jetzt ja langsam aber sicher wieder anfangen. Mit dem Looten. Da sind doch immer noch Waffen drin. Eigentlich müsste ich sie jetzt ohne Auto mal durch die Gegend schicken. So, ihr könnt auch loslegen. So, okay, das passt. Das Auto lassen wir nämlich hier vorne stehen. Die restlichen Leute lassen wir jetzt hier mal so ein bisschen ackern. Ich hoffe mal, dass wir jetzt irgendwie mal auch, ne, nur so mit dem restlichen Gedöns hier so ein bisschen weiterkommen, ne? Dass wir noch mehr Leute rankriegen. Aber wir haben aktuell keine weiteren Quests mehr offen. Mal auf Volker Racho. Hallo. Clear. Clear. Ich schätze mal, jetzt können wir momentan wieder eine ganze Menge mehr Plünderer gebrauchen. Ich glaube, die Mauern werden wahrscheinlich auch etwas mehr, ein bisschen mehr an Ressourcen brauchen. So, sammle Metall. Ich schätze mal, das können wir nämlich hier auch alles wegsammeln. Das haben wir schon gedacht. Jetzt würde ich am liebsten halt dieses Gebäude abreißen. Wenigstens das hier. Das wäre so toll. Wir können auch Stacheldraht. Er behindert und verletzt die Infizierten, die versuchen, ihn zu passieren. Klingt ja jetzt nicht so verkehrt. Ist auch ganz geil, dass es unterschiedliche Mauern und so schon gibt. Okay, wir haben Seeds gefunden. Sehr geil, sehr geil, sehr geil. Das bitte auch alles mit dazu holen gleich. Das heißt so viel wie... Wir können jetzt schon mal direkt... Die schicken wir mal da gleich das Ding mit looten. Okay, let's build the cookhouse. So, drei Felder. Ich hoffe mal, das reicht so halbwegs. Daraus werden wir mal ein Kochhaus bauen. Mehr kann ich aktuell noch nicht machen. Ja, das wird auch jetzt wieder eine ganze Menge kosten.
Wo wir ja grundsätzlich gesehen durchaus einiges an Ressourcen haben. Aber ich glaube, die Mauer wird Ewigkeiten dauern. Vor allem passiert da gar nichts. Wahrscheinlich habe ich keine Ziegel, ne? Ja, ja. Tja gut, wenn das so ist, müssen wir die hier eigentlich nochmal abreißen. Und doch erstmal wieder auf Holz setzen. Weil Holz kriege ich rein. Mein Ziegel, hier gibt es so ein paar Trümmerhaufen, ne? So ist nicht. Geh mal eben auf Pause aus dem einfachen Grund, weil uns ansonsten die Gesamtspielzeit ja flöten geht. Kann ich die irgendwie mehrere anwählen? Nee, leider nicht. Ich meine, die Türme sind mittlerweile schon gebaut. So, dann Holzpalisade. Man scheint das docken zu können. Seht ihr das? Man kann zwischen den Gebäuden das durchaus durchziehen. Also du kannst die Gebäude quasi als Befestigungsanlage mit einplanen. Cool. So, Türe haben wir auch und gib ihm. Jetzt brauchen wir wahrscheinlich eine ganze Menge mehr im Plündererbereich. Weil ich das ganze Metall, glaube ich, gar nicht brauche, ne? Ich glaube, das können wir sein lassen. Roger. Und das hier ist es jetzt, ne? Ich meine, hier ist so viel drin in dem Gebäude. Und jetzt sitzen die da einfach drin und bringen das Zeug gar nicht zurück. Also manchmal checke ich nicht so ganz, warum das automatisiert passiert, ne? Also wenn ich jetzt in Warteschlange setze, also in Reihe setze, dass die mehrere Gebäude looten, scheint das ganz gut zu klappen. Wenn ich nur auf ein einziges klicke, dann machen die ihre Taschen voll und bleiben in dem Gebäude einfach sitzen. On my way. Oh. Ready for action. Das ist ein bisschen komisch. Ich finde. Und warum zum Deibel kann ich bitte noch nicht? 5 Felder, Küchenhaus, ja, wird gebaut. 5 Felder? So, sind wir dabei. No. Jetzt muss ich das Ganze irgendwie so ein Stück weit manueller durchziehen. Wolfgar. Going there. Die wollen schon wieder nicht mehr arbeiten. Wahrscheinlich müssen sie jetzt gleich anfangen, mal ein Stück zurückzuziehen. Clear. Ah, guck mal. Essen kriegen wir auf jeden Fall gut. Ah, cool, dass sie bei Nacht so richtig Taschenlampen uns rausholen. So. Und bitte wieder manuell zurück. Was macht trotzdem insgesamt schon recht runden Eindruck. Also dafür, dass es halt auch ein Prolog ist zu einer Early Access, macht das schon durchaus einen ziemlich gesunden Eindruck. Warte mal, erstmal bitte abliefern.
Nee, das lasst doch mal für heute sein. Wir plündern das hier noch eben mit durch, aber der Rest erstmal noch nicht. Ihr geht ansonsten bitte in Abwehrposition. Wir haben jetzt sogar 4 Türme, ne? Das hat ja nicht so prickelnd geklappt. Vielleicht können wir sie so ein bisschen... Hey, ihr da! Ja, hat irgendwie geklappt. So, die haben sich die Taschen voll gemacht. Kommt mal bitte wieder zurück. Obwohl, dann können wir die vielleicht sogar eins weiter nach vorne setzen. Auf Dauer. Na gut, wir haben jetzt keine weiteren Waffen. Sonst können wir uns überlegen, nochmal sogar ein neues Squad zu erstellen. Weil die sind mittlerweile alle dabei. Wir haben zwar keine einzige weitere, aber die sind mittlerweile alle bewaffnet. Da oben kommt eine größere Horde. Dann nehmen wir mal unser Küchenhaus. Ich hätte das Auto ein bisschen näher dran stehen lassen sollen, vielleicht. Wie war das mit drüberfahren? Zieh die mal lieber ins geschützte Haus. Boah, instant einer gestorben. Also wenn du denen zu nahe kommst, dann wird's auch wirklich eklig. So, stoppt euch mal das Auto. Ja. Überfahrt sie. Jetzt fährt er erstmal riesenweit im Kreis oder was? Da kommt's Auto. So, jetzt mal gucken. Ich kann leider nicht näher ranzoomen. Und? Batz, 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 oder? Oder doch nicht batz, batz, batz? Ich würde sagen, so ein bisschen überfahren wir sie schon. Ich hab gerade bei... Wir haben nur nachgesehen, das Häuser abreißen funktioniert. Nur habe ich bei dir die Funktion noch nicht gesehen. Wahrscheinlich, weil ich die Quest noch nicht habe. Aber ich hatte sie in der vorigen... im vorigen Run hatte ich die Quest. Aber da habe ich die Funktion auch nicht gefunden. Aber danke fürs Nachschauen. Moin moin, Shadan. So, müsste bald Tag sein. Das heißt, wir können die durchaus nochmal weiterloopen lassen. Ich konnte es direkt von hören. Oh. Okay. Das ist, ja, prinzipiell gesehen cool, aber auch irritierend. Vielleicht ist das dann doch der Early-Faktor. Oh, die sind alle auf Großsuche. Beziehungsweise die, mit denen mache ich das jetzt manuell, bis wir das Gebäude mit dem Getreidezeug hier leer gerührt haben. Schickes Spiel. Endlich ist das ja nah an State of Decay. Ja, nur halt von oben und du kannst halt auch richtig bauen und so chädern, ne? Aber ist schon ganz geil. Also das definitiv. Klick mal rechts auf das Squad-Menü. Du hast das Squad-Menü weg und dann auf ein Haus, das du abreißen willst. Ich will das hier zum Beispiel abreißen. Building clear. Jetzt? Da sollte rechts von der Lupe ein Hammer sein.
Durch Dekonstruktion gewonnene Ressourcen. Der Hammer wird nur nicht dargestellt, aber er ist da. Wie cool. Ja, danke. Wie witzig. So, dann reißen wir die hier mal ab, dass wir hier die Mauer langziehen können. Genau, der ist nicht da, aber er ist da. Schön, schön, schön. So, wo haben wir sie? Kommt mal her und dann schauen wir mal hier unten nach, ob da noch was ist für uns. Wie witzig. Frage ist natürlich, wie lange brauchen wir jetzt, um sowas abzureißen, ne? Aber rein theoretisch macht es halt echt Sinn, so einen Häuserblock zu nehmen und drumherum auch das hier, die hier, alle weg. Dass wir schön weit schießen können. So eine Quest um nicht fünf auf einmal, ja. Ja, so, so ungefähr. Roger. Wir brauchen mehr Leute. Das wäre toll. Außerdem hätte ich gerne meinen Forschungsbaum. Das wäre auch cool. Clear. Clear. Chief, we found some survivors. Found some survivors. They've been living in terrible conditions for the last few years. We could bring them in, but will we be able to feed them? Natürlich sind wir in der Lage, die zu ernähren. Natürlich nehmen wir die Überlebenden auf. Bring them in. Bring them in. Operator. Guck mal, wir haben sogar eine Pistole dabei. Ja, cool. Wir können vielleicht doch nochmal ein neues, ne? Clear. Ein neues Lagerchen aufstellen oder so. We're on the move. Ja, ne? Das hier mal ab wegnehmen. Sondern auch nur, dass sie... Mal gucken, wie lange sie brauchen, ne? Um die Gebäude abzureißen. Aber dann können wir die Mauern nämlich hier langziehen und so. Dann passt das ja schon so halbwegs. Wenn wir die drei hier noch mit rein... Oh, guck mal. Der erste Acker tatsächlich am Feld. Mehr plündern. Bauen. Machen noch alles, ne? Ja, genau, die sind noch dabei. Das sieht gut aus. Wir haben jetzt die Taschen voll. Jetzt ziehen wir manuell weiter. Die machen auch noch ihr Ding. Das sieht eigentlich echt ganz nice aus. Noch zu tun, ist auch 14 Uhr, also mehr werden sie wahrscheinlich den Tag eh nicht mehr schaffen. Mehr Holz für uns. So gibt es alle Inhalte bei Release, nur die Knöpfe sind DLCs. Auch da, ne? Sag das bitte nicht zu laut. Clear. So, und nochmal los. Essen haben wir gut. Schaut mal, jetzt haben wir mittlerweile sogar auch ein paar Waffen. Eigentlich sollten 4 Squads reichen. Ich glaube, ich brauche mal kein weiteres aktuell. Ja, die hören eh gleich schon wieder auf zu arbeiten. Faule Säcke. Ich will die dazu zwingen, dass sie auch nachts weiterarbeiten. Das wäre cool. Oder? So, genug Weizen, Getreide sagt, ne? Sollte alles soweit eigentlich erstmal durchaus klar gehen. Fachhaus ist auch noch nicht gebaut worden. Naja, naja. Benzin, schön, 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 schön. Job done. Boss, we're running out of space for resources. We have to build a warehouse. Lagerhaus, ja, keine Sorge, ich bin bereits dabei, es muss nur fertig gebaut werden. Wenn ich nachts arbeite, dann sollten die das auch wissen. Ganz genau, Cedan. Sagt ihnen das mal. Wir bauen. Keine Sorge, hier kommt nämlich ein Lager. Und zwar ein großes Lager. Ich
glaube, wir haben gerade einen Trupp verloren. Wir haben gerade einen Trupp verloren. Achtung, Achtung. Rückzug, Rückzug. Ups. Aber deren Ressourcen liegen hier sogar noch. Upsi. Kann ich nicht mal eine Runde sprinten oder so? Ah, guck mal, die kleben hinter der Mauer fest. Ready for action. Wir haben 3 Sturmgewehre, Alter. Jetzt geht's aber los. There are some infected around here. Horde eliminated. Waiting orders. Trotzdem ist das mit einem Squad. Ich erstelle mal neues. So ein viertes Squad hätte ich schon noch ganz gerne. Wir haben tatsächlich sogar eine Pistole. Wir müssen jetzt nur den Stuff von den anderen aber mit dazu holen. Dann müsste das, glaube ich, gehen. Na, die Mauern schützen schon ganz gut. Auch wenn es nur die Holzpalisaden sind. Easy. Infection clear. Wir haben fast keine Muni mehr. Ich glaube, ich ziehe sie mal zurück. Und werde mal einen der anderen Trupps da nach vorne ziehen. Was ist das cool? Ich will das haben, ich kann nicht warten. Ich glaube, ich setze meine Freundin auf die an. Ich schreibe den. Die hat das drauf. Vielleicht kann ich ja schon. Vielleicht kriegen wir ja zumindest das so hin, dass wir die Prolog-Version schon länger spielen können oder so. Gar nicht. Nicht, also nur weil ich das euch natürlich ausgiebig zeigen will. Nicht, weil ich das unbedingt selber spielen möchte. Das ist natürlich klar. Ich brauche mehr Leute. Guck mal, wie riesig das ist. Wo endet das, ist halt so die Frage am Ende, ne? Wenn wir dann irgendwann richtig riesen Reiche, brauchen wir so eine ganze Stadt so nach und nach und immer schön verschachtelt. Kommen sie. Na gut, an der Ecke sollen sie sich mal trauen. Da haben wir so ein paar. Wetten, dass diese kleinen Bildchen hier auch alle KI-mäßig gebaut wurden. Ist auch nicht schlimm, aber ne? Es fängt an, so gefühlt. Auch wenn es vielleicht nur mein Kopf anfängt, aber es fängt an. Das ist gut. So, jetzt sammeln wir mal erstmal den Stuff, auf den wir hier liegen lassen mussten. Ich hoffe mal, die nehmen das jetzt hier irgendwie einfach so mit. Ja, da sollten sie genug zu tun haben für so einen Tag. Sollten sie auch genug zu tun haben. Wir schalten den Sturm, wir wissen, da passiert ja nichts. Das hatten wir vorhin ja schon. Moin, Wabel. Chippy, chippy, zappa, zappa, dubi, dubi. Wat, wat, wat? Kommt da die Legalisierung für jemanden nicht früh genug? Ja, guck mal, sie haben es tatsächlich mitgenommen. Chief, the survivors that we took in, they have some important info that we could use. They speak of various kinds of infected animals that they encountered, and other groups of survivors too. But they've lost people recently. It'll take some time for them to integrate. Let me find some jobs and shelter for them. Shelter müssten wir eigentlich genug haben.
Da hört sie in Ruhe lassen. Ja, okay. Wir lassen sie erstmal in Ruhe. So, abgebaut wird fleißig noch. Das sieht eigentlich ganz entspannt aus. Our worker can't reach the destination. Clear. Sollen auch schön Sachen mitbringen. Oh, Mauern werden gebaut. Das sieht doch alles schickikowski aus. Die Häuser noch nicht so ganz. Also die brauchen auch sehr lange, bis was fertig gebaut wird. Das siehst du schon. Der Warehouse zum Beispiel, dafür müsste hier einfach auch massiv viel reinpassen dann am Ende. Man sieht hier auch, die unterscheiden auch richtig, ne? Roger. Wohnraumkapazität 20. Zum Beispiel. Hier passen nur 20 Leute rein? Was? Oder 20 Familien. Aber selbst 20 Familien wäre wahrscheinlich schon großzügig bemessen. On my way. Anzupriorisieren. Bis jetzt habe ich dazu nichts gefunden. Shit. Clear. On my way. Bis jetzt noch nichts. Unsere ersten Felder dürfen wir bald fertig haben. Entsende Trupps. Achso, für Bücher sollten wir mal machen. Ah ja, genau. Okay, 13 Uhr. Sollte noch gehen. Ey. Manchmal greifen sie einen ziemlich eklig in die Steuerung ein. Wir nehmen mal den Trupp. Wenn er seinen Stuff weggelegt hat, setzen wir den ins Auto. Und dann fahren wir mal noch schnell hin. Müssten wir, glaube ich, hinkriegen noch. Und sammeln noch die Intelligence ein. Hey, die ersten Felder. Sie sind fast fertig. Also schnelle Arbeiter sind sie jedenfalls nicht. Ich glaube, da kann man schon mal getrost so sagen. Leg los, viel Spaß. Naja, aber die hören gleich schon wieder auf zu arbeiten. Was auch noch ganz cool wäre, wäre uns so ein Button von denen repariert alles. Das wäre geil. Chief, we just found a dead animal, but the thing is, it was literally shredded to pieces. Es gibt Hunde, infizierte Hunde, natürlich, die gewinnen auch. They look like dog teeth. Stay alert. Building work done. Jetzt eine Gruppe an Menschen. Sir, we spotted some people. They're probably armed. They could have seen us too, but I can't tell if they're friendly. What should we do? Friendly, friendly. In freundlicher Absicht nähern. Approach them friendly. Die Frage ist halt, das wie vorhin. Wie passiert das jetzt mit den Freundlichkeiten nähern? Roger. Wenn man abreißen kann, kannst du mal zeigen. Ja klar, Monster, zeige ich dir gerne. Da fehlt einfach nur der Button, der wird nicht angezeigt bei mir. Du musst auf so ein Gebäude klicken und hier rechts, da steht nichts. Aber siehst du, hier kommt schon die Erklärung, was es uns bringt. Da ist eigentlich ein Button, der ist nur nicht da. Und dann klickst du hier einfach drauf und dann macht er das. Ja, zack. Hm? Einfach nur rechts neben der Lupe, wenn du aufs Gebäude klickst. Ich glaube, die sind nicht friendly. Die klauen mir jetzt das Auto, dann bin ich sauer. Roger. Zieh mal die Leute zurück. On my way. Start winding down for some rest. Receiving. On my way. Clear. Nein, nein, Squads, ihr sollt zurückkommen. On my way. Operator. Going there. Reporting. Da liegt sogar noch eine Waffe. Hier gibt's auch Waffen, cool. So, dann können wir uns nämlich erstmal jetzt hauptsächlich um die hier kümmern. Workspace where we can experiment and re-engineer all the pre-pandemic technology. We could machen store all the books there too. Let's build a research center and Let's assign build the most a technical center. Minds there. Okay. Okay. Let's do this. Let's do this. There are some infected around here.
Ja, nicht so schnell, nicht so schnell, nicht so schnell. Ja, sollten sie mit fertig werden? Bleibt mal eher erstmal hier oben noch. So, die haben den Stuff jetzt nämlich. Hundis kommen jetzt auch noch, na, das wird ja mal besser. Infected Dogs. Abknallen. Shoot them down. Da kommen sie. Die halten nicht so viel aus wie die normalen Zombies, ne? Zurück mit euch nach Hause. Jetzt wird fleißig durchgetauscht. Keine Sorge, unser Auto kommt noch. Wo gehen die denn hin? Nein! Hey! Ihr da! Oh, danke. Und danke auch, Waber. Wir sehen uns, Waber. Dann in ein paar Tagen. Wenn der Community Shop öffnet. Ich danke dir, Waber, für dein Stufe 1 Abonnement. Vielen, vielen, vielen lieben Dank. Dann gibt's das. Big White Prototype oder so nennen wir dann die erste Sorte. Hostiles inbound. Noch eine Horde? Reporting. Waiting orders. Und die ist noch halbwegs da. Sollte gehen. Okay. Operator. Wir hatten hier noch gerade noch einmal Waffen, genau. Roger. Durchforstet einfach mal die Ecke hier. Wäre schon gar nicht so schlecht. Schicken wir die hier hin. We're on the move. Our worker has no way. Da haben sie genug zu tun. Going there. Sir, the winter is coming. Winter is coming. The farms won't produce any more food. We should brace ourselves. Keine Sorge, unsere Farmer haben bis jetzt eh kein Essen produziert. Oder vielleicht doch? Ja, müssen wir Leute noch für abstellen, ne? Ja, ist okay. Wir haben immerhin eine ganze Menge Lebensmittelreserven. Ich guck mal rein. Haben wir welche? Darmwirtschaft 2 von 4. Jetzt haben wir 4 von 4. Noch Caretaker. Also die brauchen schon sehr lange, ne? Auch bis so ein Gebäude abgerissen wird. Ich meine, das kann ich schon verstehen mit einfach nur Händen und irgendwie und einfachsten Werkzeugen. Aber aus dem Gebäude ein Lager auszubauen allerdings. Ne? Ich sag, na gut, die fabrikadieren das ja, ne? So viele Fenster allein und allem. Naja. Aber ich sag mal so, ne, ich kann mich nicht dran erinnern, wann ich das letzte Mal eine Demo, zweites Mal, einfach stumpf ein zweites Mal gespielt habe. Das ist schon cool. Ich meine, natürlich liegt es auch ein Stück weit daran, dass es relativ, ne, die Demo jetzt leider recht kurz ist. We're on the move. Können übrigens das hier jetzt ja abreißen, also gar rausnehmen. Weil wir die Mauer jetzt ja hier unten dann gleich lang ziehen können. Da steht ja eh noch keine, also. Ist ja eh nur die Blaupause. Sollte also passen. So, jetzt haben wir 3 Punkte hier oben. Wir brauchen bei der Waffenproduktion 5. Die Kommunikation. Brauchen wir gar nicht so viel. Nur 1. Chemie. Hätten wir 3 gebraucht. Grundlegende Antennen bauen und wir müssen hier noch die Forschungsanstalt umbauen. Ja, das wird wahrscheinlich auch wieder 10 Jahre dauern. Aber ja.
Lasse machen, lasse machen. Können wir mal gucken, ob wir mehr Leute finden. Sieht man das so? Warte mal, gehen wir mal in die ganze Übersicht. Auto, Auto. Vielleicht mal den Fragezeichen. Könnte man mal jemanden hinschicken, oder? Wir haben ja ein Auto. Müssen wir mal gucken, wie wir das tanken. Das ist aber schon sehr runtergerockelt. Fast kein Treibstoff mehr. Und da ist sogar noch Forschungsmaterialien drin. Meine Güte, was soll das denn? Roger. Können aber so auf halbem Wege mal vielleicht so ein Auto noch mitnehmen, ne? Da ginge vielleicht auch noch was. Hey, wo ist denn jetzt unser? Da ist unser. Clear. Das sind unsere Felder. Wenn jetzt die Zombiesäure ausbrechen, wären wir im Arsch. Was? Clear. Quark, Cookie, Quark. Du vielleicht. Ich bin perfekt vorbereitet. Aber ich sag nicht wie. Das ist mein Geheimnis. Es gibt im Wannsee Inseln. Und jeder weiß, Zombies schwimmen nicht. Kleiner Tipp von mir. Süßwasser. Check. Fische zum Essen. Check. Insel, da halt keiner hinkommt. Check. Und dann wird Tag ein, Tag aus nur noch Palisaden und Gräben gezogen. Palisaden, Gräben, Palisaden, Gräben, Palisaden, Gräben, Palisaden, Gräben. Das restliche Leben. Hm. Oh. Clear. Jetzt wird schon wieder dunkel. Boah. Wir haben das Warehouse gerade mal zur Hälfte fertig gebaut. Ich glaube, das wäre nicht so unschlau, wenn wir das mit dem Gebäude abreißen sein lassen. Das schaffen wir einfach in der Zeit nicht. Das heißt, wir machen mal den hier. Roger. Dann haben wir zumindest zugebaut. Gucken wir mal, ob wir jetzt zugebaut haben. Ja, doch, haben wir. Das kriege ich einfach nicht hin. Also, nicht in der Zeit. Wir haben nämlich Ressourcen ansonsten recht gut dabei. Das passt schon. Wir könnten natürlich das hier sein lassen und dann hier ein Haus abreißen. Das ginge vielleicht schon eher. Da haben schon mal Zombies. Davon gibt es ja nicht mehr allzu viel. Deswegen sei ja zusätzlich noch Palisaden und so weiter. Das ist es. Ey, warte mal, wir sollten mal unsere Leute zurückholen. Und zwar alle, bitte. Und zwar schnell die Koski bitte alle zurück zur Base. Wieso? Lauft. Lauft. Lauft! Ja, wir versuchen mal die jetzt erstmal, das hier fertig zu bauen zu lassen, was wir so haben. Ja, Laderuckler. Jetzt kommen die Zombies. Und es ist so. Schön. Nein, nein. Sie sind inside. Durch die Holzpalisaden kommen sie aber schon sehr schnell. Also ist okay, das passt schon. Na, aber ich meine nur, also da kommen sie schon schnell durch. Bitte, wie viele Tage waren es beim letzten Mal? Ich weiß, es hat schon geschneit, also ein bisschen Zeit müssen wir noch haben.
Werden mal einen unserer Trupps nehmen und am nächsten Tag mal losstiefeln. Mal gucken, ob wir noch irgendwas, ob wir noch irgendwas bekommen. Ready for action. Guck mal, der hat sogar noch Ressourcen dabei. Ressourcen kaputt. Ach, wir sind tatsächlich voll. Deswegen räumt das auch nicht aus. Wir brauchen unser Warehouse und zwar pronto. Tja, dann brauchen wir eigentlich auch schon gar nicht mehr großartig jetzt, ne? Sir, the people have reported hearing a lot of noises coming from underground. They're afraid that it could be infected moving through the sewers and tunnels. We need to bolster our defenses and be ready to attack from within too. Sie können innerhalb durchkommen? Aus dem Untergrund gibt's Geräusche aus der Kanalisation. Vorbereitung beginnen. We'll be ready. We'll be ready. Kann ich die auflösen? Squad auflösen. We're running out of stock. Ja. Wir sind voll. Das ist halt so das Ding. Wir werden mal den Trupp nehmen, weil wir hier 4 Gewehre haben. Gehen wir ins Hauptquartier rein. Versuchen mal ein bisschen Benzin mitzunehmen. Ready for action. Die können jetzt hier eigentlich tatsächlich auch bleiben, ne? So viel brauchen wir einfach gar nicht. Können auch die auflösen. Wir haben super viel Essen, wir haben genug Waffen, wir haben eigentlich alles. Solange das Warehouse und all drum und dran ist, brauchen wir das eh nicht weiter. Also weg mit denen. So, Truppressourcen. Wie läuft das jetzt? Ich würde gerne Benzin mitnehmen. Um den hier zu befüllen, ne? Machen wir aber folgendes. Wir nehmen mal den Wagen. Und hier ist Benzin. Fahren wir da mal hin. Mal gucken, ob es noch reicht. Das verschiedene Ergebnisse im Prolog gibt, ja. Also diese Ereignisse werden einfach zum gewissen Teil zufällig sein. Oh oh. Sprit ist aus. Und guck mal. Ich finde es ganz geil, dass er so in Schrittgeschwindigkeit trotzdem noch weiterfährt. So, wir holen mal den Sprit und versuchen mal zu tanken. Ballern wir mal die Bauern hoch. Die stehen hier auch alle nur noch rum, weil unser ne, Lager halt voll ist. Das Problem ist, schaut euch das mal an, wir haben kein Holz mehr. Oh, wir haben uns quasi lahmgelegt. Das ist ja elendig. So, jetzt haben wir Sprit, jetzt zurück zum Auto. Mal gucken, ob das so funktioniert. Ich hoffe, dass ihr ordentlich was reinfasst. War richtig viel. Wäre cool, wenn ich das jetzt hier halt echt priorisieren könnte, ne? Ich meine, ich könnte den Rest halt irgendwie jetzt abreißen oder so. Aber priorisieren wäre schon cool. Und zwar? There's no way in sight. Mon oh, Regie forcé. Mehr Arbeit zuweisen, ja. Mehr Bauherren, mehr Bauherren. Wir haben schon 20 Bauherren drin. Ja, das ist halt das Problem, Schäder, ne? Unser Lager ist voll, das heißt, Holz kommt nicht ins Lager, es kann nicht weiter abgebaut werden. Die Arbeiter brauchen aber Holz, also wir... Eigentlich müsste ich hier mal so ein bisschen was rausschmeißen, aber da wir kein Essen produzieren... Produzieren wir hiermit noch halbwegs Essen? Wir schmeißen mal die aus der Landwirtschaft raus. Dann müssten wir das ja spätestens dabei kriegen. Dann verbrauchen wir unsere Lebensmittel. Platz wird frei. Und dabei kriegen wir es wieder hin. Genius, sage ich euch. Trotzdem werden wir ein bisschen Holz absammeln müssen. Stop working. Start winding down. Stop working.
Oh, guck mal, die sitzt hier noch drin. Ja, der hat automatisch nachgetankt. Cool. Sehr cool. Tja, ist jetzt halt die Frage, ne, wie wir es jetzt nachts machen. Ob wir jetzt hier noch bleiben, um verteidigen zu können? Eigentlich ja. Mit zwei Squads kommen wir nicht mehr weit. Reporting. Reporting. Going there. Bäume wachsen, glaube ich, tut so durchaus Nachtschilder. Did you hear that? There must be hundreds of them. I have a bad feeling about this. Hunderte? Hat er vorhin auch schon gesagt, aber ist nichts passiert. Also mal gucken. Das ist nichts. Das ist nichts. Don't worry about that. Carry on with your duties. Gar nichts ist das. There are some infected around here. Okay, sind ein paar mehr. Hoffen wir mal, dass unsere Türme, die drei, die wir hier mittlerweile haben, mit Pfeil und Bogen, trotzdem wenigstens ein bisschen was machen. Ja, die haben bald keine Muni mehr. Ich werde mal bei dir drauf ansetzen, damit wir wenigstens Sturmgewehre. Fleet! Puh! Ey, wieso schießen die jetzt nicht mehr? Ach du Scheiße, das sind ja echt viele. Meine Munition geht runter. Also die Pfeil- und Bogentürme scheinen zumindest etwas zu bringen. Und die Tore schießen auch. Wir können ihn sogar noch Sturmgewehre und so zuweisen, sehe ich gerade. So auf Dauer, auch nicht verkehrt. Sache die ja nicht gern, ne? Aber die haben gleich keine Muni mehr. Wir brauchen unseren Trupp von hier hinten. Die kriege ich da nicht mehr raus. Okay, also randommäßig kann es durchaus sein, dass da schon mal dazugehört, dass sie da noch, ne? Uns auch mal wirklich eine Horde um die Ohren ballern. Wollen wir spielen? Naja. Wir haben uns schon ein paar gekillt, GeForce. Vielleicht killen sie uns jetzt noch mehr. Ja, ich glaube, die werden jetzt gleich sterben. Tschüss! Hehehe, ausgetrickst. Nein, nein, nein. Nein. 2, 1, ah. Neues Squad erstellen. ein bisschen was machen die Türme. Wenigstens so Mühchen. Zum, 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 zum. Ja, die Zombies sind gar nicht so dumm, wie sie aussehen. Ich hatte doch so viel Waffen, warum kann ich nicht? Achso, genau, ich brauche noch mehr Leute. Hey! Hey! Ich kann ihn nicht auffüllen. Sammelt mal kurz den Stuff hier vorne auf. So, es ist 4 Uhr. Ich glaube, wir haben es langsam. Ich ziehe die mal zurück, dass sie auch ein bisschen sich vollladen können. Ih, die haben noch Sachen dabei. Weg damit. Kann ich es rausschmeißen? Nein. Ah. Na bitte. Jetzt haben wir es.
Okay, ich glaube, wir brauchen schon drei Trupps, damit er dort wird. Ist halt leider so. Boss, it's been a rough night. Something must have made the infected extremely bloodthirsty. If more and more come, our chances of survival will be really low. Really low. Moin, Schreeling. Na, was macht TB? Wir halten durch. We'll get over this. We have to. We're all that's left of humanity. Gute Spielstelle. Receiving. Nein! Acht Tage, mehr gönnen sie einem irgendwie einmal nicht. Nein! Ich will mehr! Ich will mehr! Was sagen sie uns denn? Jeder reale Ort ist bespielbar. Das heißt, wir können in Berlin City Town spielen. Hört sich Gebäude, verschiedene Infiziertenarten, Forschung, Gesetze. 30 Anrufe, über 50 Events, mehr Waffen, 10 Fahrzeugtypen und Mods, Expeditionen.